Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute, es ist wieder Zeit für eine kleine Rathaus 13 Diskussion. Einige werden jetzt sagen, was? Wir hatten doch schon seit bestimmt einer Stunde keine mehr hier auf deinem Kanal. Ja, es ist soweit und zwar, nicht wundern, ich bin aktuell im Affenclan von Monzetti. Von Monzetti zu Besuch für einen CW. Vielen Dank für die Aufnahme, es macht viel Spaß und hoffentlich gewinnen wir den Krieg. Er läuft noch, werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich hatte im Community-Tab gefragt, welche Farbe wird denn wohl Rathaus 13 haben? Aktuell sind es so ungefähr 3700 Stimmen. Ich blende es halt später nochmal ein, quasi nach Ende dieses Videos. Am Anfang war es ein bisschen, kam es nicht so ganz in Schwung. Allerdings war das auch noch vormittags, wo ich das gepostet habe. Deswegen, da waren wahrscheinlich die meisten noch in der Schule oder sonst wo unterwegs. Haben vielleicht nicht aufs Handy geguckt. Und ich habe einfach mal so ein paar Farben vorgegeben. Ich hatte das bei Galadin gesehen. Vor ein paar Tagen hat er das mal gepostet und hat gesagt, wer das richtig vorhersagt, der bekommt irgendwie, glaube ich, $100. Ich glaube. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool. So. Und dann habe ich mir gedacht, fragst doch einfach mal im Community-Tab nach, was denn deine Zuschauer so davon halten. Oder beziehungsweise, was sie denken, was denn für eine Farbe kommt. So. 49% sagen grün. Ich hoffe mal, die Werte bleiben ungefähr gleich. Dann noch 10% pink oder rosa oder violett. 17% gold oder silber oder bronze. Ich habe extra oder geschrieben, denn wenn ich einfach nur so ein Trendzeichen gemacht hätte, hätte vielleicht der ein oder andere denken können, es wäre halt so gemischt. Klar, es kann auch eine Mischmasch sein. Es ist ja aktuell bei dem Rathaus auch gold und blau. Dann noch schwarz oder weiß oder was anderes. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe mir schon einige Kommentare durchgelesen und Jack2324 sagt, es wird definitiv blau bleiben, mit einigen neuen kleinen Farbelementen, ist doch sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, da habe ich gesagt, so sicher wäre ich mir da gar nicht, weil ja bisher immer es kam bisher immer eine neue Farbe. Moment, hier noch irgendwas, was ist denn BD? Baby Dragon. Baby Dragon Loons, oder? Baby Dragon? Ist das ein Baby? Ich traue mich nicht zu spenden. Deswegen spenden wir ihm jetzt einfach mal nur einen Wutzauber. Wir gucken uns einen Angriff an. Aus dem Clankrieg. Wir gucken mal ganz kurz eben. Es steht 45 zu 36. Ich wurde noch nicht angegriffen. Und dann reden wir weiter über die Farbe von Rathaus 13 und was ihr gewinnen könnt, wenn ihr das bei mir richtig vorhersagt. Gucken wir gleich. Kurzer Cut. Bis gleich. So, also, wir gucken uns den Angriff noch an von Guybrush. Ein Monkey Island Fan. Sympathiepunkte auf jeden Fall, Guybrush. Und, ja gut, die Frage ist ja zunächst einmal, wird Rathaus 13 überhaupt kommen? Ich sage es immer wieder gerne. Wir wissen es nicht. Kann sein, kann nicht sein. Ich hoffe natürlich. Ich bin auch eigentlich fest davon überzeugt. Aber zu 100% sicher können wir uns dann nicht sein, dass es kommt. So, das ist eine. Die Frage ist jetzt aber, wenn ihr mir das vorhersagt, was bekommt ihr dann? Wenn es tatsächlich so wie bei Galadin jemand schafft, bei mir, also ihr könnt natürlich auch bei ihm teilnehmen, ist ja klar, würde ich auch eigentlich machen, denn wenn ihr das richtig vorhersagt, bekommt ihr $100. Würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Aber wenn ihr das bei mir richtig vorhersagt, bekommt ihr etwas, das ihr nicht für Geld kaufen könnt. Und zwar meine goldene Barbarenstatue, die ich irgendwann mal gemacht habe für die WM zwischen Matthias und mir. Habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Sieht richtig gut aus. Habe ich selber gedruckt. Und ich muss sagen, die ist mir richtig gut gelungen. Und die kann man für kein Geld dieser Welt, kann man diese Statue kaufen. Na gut, klar, du kannst hier einen 3D-Drucker kaufen. Kannst dir die Dateien suchen, kannst sie drucken, kannst sie bearbeiten, kannst sie noch bemalen bzw. ansprühen, dann hast du sie auch. Aber ich denke mal, die meisten werden das nicht tun. Also, schreibt mir bei Instagram, da heiße ich Mr. Mobile Fanboy, schreibt mir, wie ihr euch Rathaus 13 vorstellt. Und derjenige, der das dann richtig hat, aber es muss schon komplett stimmen. Sonst haben wir hinterher 80 Gewinner. Wenn wir wirklich so 2, 3, 4 Gewinner haben, wir werden für alle von euch einen Preis finden, keine Sorge. Aber schreibt mir gerne, wie ihr euch das vorstellt. Ich speichere es ab. Und wenn jemand das richtig hat, dann bekommt er diese Statue. Wäre gerne noch mit einer Widmung von mir. Und wie gesagt, es ist kein wertvoller Preis.
Es ist nichts, irgendwie, als würde ich jetzt sagen, ich schenke euch eine 50 Euro Google Play Card oder so, aber mir war es halt in diesem Fall wichtig, da, in dieses Projekt, in diese Statue ist mein Herzblut hineingeflossen und es hat schon ein bisschen gedauert, das herzustellen. Und ich habe das auch gerne gemacht und ich finde es wichtig und richtig, dass dann jemand von euch diese Statue bekommt. Und seien wir mal ehrlich, sie sieht natürlich auch ganz schön aus, wenn man sie sich irgendwie vielleicht in, weiß ich nicht, ins Wohnzimmer oder so stellt oder ins Kinderzimmer oder was weiß ich. Deswegen nehmt gerne teil, schreibt mir bei Instagram Mr. Mobile Fanboy, schreibt mir da gerne eure Idee von Rathaus 13. Welche Farbe wird es haben? Wird es vielleicht obendrauf eine Waffe haben? Oder welche Waffe wird es haben? Werden wir sonst vielleicht noch eine Besonderheit sehen? Und wer es richtig hat, der bekommt auf jeden Fall zu 100% diese schöne Statue. Und wie gesagt, wenn es wirklich 2, 3, 4 Leute, 5, 6 sein sollten, die das richtig haben, ich werde mir auf jeden Fall was überlegen. Es wird niemand dann leer ausgehen. Also ich werde das dann nicht unter diesen 5, 6 Leuten verlosen, sondern die werden alle einen Preis bekommen. Wir werden es sehen. Aber dann wird der Erste, der mir das schreibt, uns richtig hat, der kriegt die Statue. Und die anderen werden auf jeden Fall auch noch einen schönen Preis bekommen. Da könnt ihr sicher sein. So, wir gucken mal eben noch drauf. Der Gegner hat noch 25 Angriffe übrig. Wir haben noch 15 Angriffe übrig. Wir haben noch 11 Angriffe übrig. Kriegsereignisse, mein Team. So, Guybrush hat schon einen gemacht jetzt. Da unten sind auch welche offen. Ja. Da müssen wir mal gucken. Madness übrigens, mein Fehler. Der ist mir daher gejoint. Hat dann 2 Alibi-Angriffe gemacht und ist wieder abgehauen. Bisschen schade eigentlich. Hätte ich wissen müssen, dass er jetzt nur wegen mir dann irgendwie noch nachgejoint ist. War ein Fehler. Geb ich zu. Ihr könnt aber gerne noch abstimmen im Community-Tab. Und ich blende dann wahrscheinlich gleich auch nochmal ein, wie denn das Ergebnis war dieser Abstimmung und wie das aussah. Ich kann aber noch ein paar Kommentare mal durchgucken. Glaube, dass es blau bleibt, aber dass violette Elemente hinzugefügt werden, sagt Epic Daniel oder Epic Daniel. Nohak sagt, ein schwarzes Rathaus mit einer Mischung aus Weiß wäre schon ganz geil. Da kann ich nur zustimmen. Der Joker One sagt, wen juckt's, was für eine Farbe? Ändert die Farbe was am Gameplay? Nein, habe, glaube ich, dann was verpasst. Okay, das ist natürlich richtig. Allerdings willst du denn, für mich persönlich jetzt, will ich kein pinkes Rathaus haben, denn du musst überlegen, die Mauern werden ja dann wahrscheinlich mit angepasst. Willst du dich denn einloggen tagtäglich und ein rosa Dorf sehen? Frage? Also, es ändert vielleicht nichts am Gameplay, aber ich möchte doch trotzdem, dass das Dorf gescheit ist. Ich möchte doch trotzdem kein... Ja, weiß ich auch nicht. Ich möchte doch trotzdem kein rosa Dorf haben, wenn ich mich jetzt einlogge. Weiß ich auch nicht. Wobei Weiß würde eigentlich schon wieder ein bisschen widersprechen, weil wir ja die, was sind es? 12er-Mauern haben. Wir haben ja die 12er-Mauern und die 12er-Mauern sind ja quasi Weiß. Und die kamen ja mit Rathaus. Warte mal, wann kamen die denn? Kam irgendwann. Allerdings, du kannst als Elfer schon diese Mauern haben. Wieder mal eine weitere Störung des Hausmeisters, wie immer. Ja. Wo war ich denn? Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es. Bei den Mauern. Bei den Mauern. Hier. Die Mauern. Gold und Weiß. Die gibt es ja bei Rathaus 11 schon. Und deswegen würde ich eher schon sagen, Weiß wird es nicht. Zumindest das ist meine Meinung. Grün? Grün ist halt immer die Sache. Dann hast du ein grünes Rathaus auf einem grünen Untergrund, also auf Gras, auf Wiese. Das ist auch ein bisschen tricky, aber ich wüsste es auch sonst nicht. Vielleicht lassen sie es wirklich einfach blau. Kann gut sein. Boah, was machen sie denn da mit den Mauern? Jetzt müssen ja neue Mauern müssen ja kommen. Wenn du ein neues Rathaus hast, musst du neue Mauern bringen. Du kannst ja die Mauern nicht einfach so lassen, wie sie sind. Oder sie machen eine geringe Änderung der Mauern. Kann auch sein. Dass sie einfach eine ganz geringe Änderung der Mauern machen. Boah, Fragen über Fragen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Da müssen wir echt mal gespannt sein. Und ob es überhaupt kommt, aber ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es kommt, denn sonst... Das können sie nicht bringen, oder? Können sie wirklich darauf verzichten? Ich glaube nicht. Also halten wir mal fest. Aktuell sind die meisten von euch noch davon überzeugt, dass es grün sein wird. Also ich bin auch noch davon überzeugt. Oh, ich habe schon lange nicht mehr angegriffen hier. Oh,
Ich glaube aber, das könnte funktionieren. Warte mal. Ich glaube, das funktioniert, wie ich mir das vorstelle mit dieser Taktik. Passt mal auf. Passt mal auf. Wir müssen nur mal eben den Wachposten wegmachen. Wenn der Wachposten weg ist, haben wir vielleicht eine gute Chance, dass wir da was, dass wir bei dieser Base was reißen können. Ich glaube schon. Denn da ist nur der Brutzler. Warte, wir müssen uns nur zwei, drei von den Lakaien müssen wir uns nur übrig lassen. Zwei, drei müssen wir uns übrig lassen. So, Brutzler muss jetzt mal einmal abgelenkt werden. Und dann lucken wir mal. Nein, ich habe mir keine übrig gelassen. Nein. Nein, ich habe mir keine übrig gelassen. Anfängerfehler hoch 1000. Anfängerfehler hoch 1000. Ich dachte, ich hätte mir einen übrig gelassen. Jetzt muss er Glück haben, dass es reicht. Ah, die Base ist schlecht. Die Anordnung finde ich nicht gut bei dieser Base. Okay, es reicht. Zumindest für zwei Sterne erstmal. 54%, 56%. Komm. Megatesla lebt noch. Das ist ein bisschen schlecht. Mach doch noch den. Komm. Megatesla lebt immer noch. Läuft. Boah, blöd. Megatesla läuft einfach immer noch da rum. Beziehungsweise steht immer noch rum. Komm. Wir hätten noch mehr kriegen können. Wir hätten echt noch mehr kriegen können, wenn der Megatesla auch noch weggefallen wäre. Oh! Was sag ich denn? 100! Das wären ja sogar 100%. Außer es ist noch irgendwie eine Bombe irgendwo, eine Luftbombe. Aber ich glaube nicht. Okay, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. 100%. Nehmen wir auf jeden Fall mit, auch wenn ich vergessen habe, mir den einen oder die ein, zwei Lakaien noch übrig zu lassen. Yes, für die Meisterhütte hat trotzdem gereicht. 100%. GG. Ja, ich möchte allerdings auch noch keine Clanspiele hier im Affenclan anfangen. Weil ich mir dachte, vielleicht, ich gehe ja heute Abend wieder zurück in meinen Stammclan, deswegen. Nee, lieber nicht. Und ja, ich halte euch auf jeden Fall mal auf dem Laufenden, wie es aussieht. Hier in diesem Clankrieg. Aktuell 45 zu 36. Wir führen noch. Hoffentlich bleibt es so. Wäre natürlich geil, wenn ich mit einem Sieg hier mich verabschieden könnte aus dem Clan. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Oh, warte. Okay, den nehme ich noch mit. Den muss er mitnehmen. Das bin ich den Leuten schuldig. Also, Wally B. Feed gegen Celil. Celil von Konya. Ja, das ist die gute alte Takt. Oh, okay. Er nimmt Hawk Rider und er nimmt die Königsgeister mal schön, um da schon mal ein bisschen einen Tunnel zu bauen. Wir werden sehen, ob es erfolgreich ist oder nicht. Die 8 gegen die 15. Mal gucken. Ich hätte auch mal wieder Bock auf einen CW-Livestream. Muss ich mal gucken, ob ich das in meinem Clan mal abstimme, dass wir das mal wieder machen. Da hätte ich auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Auf einen kleinen CW-Livestream. Okay, da hat er noch einen Königsgeist. Er hat noch zwei übrig. Was muss weg? Wenn du angreifst mit Hawks, muss weg. Ja, die Königin, die Clanburg muss weg. Wäre natürlich gut, wenn er die Adler-Dev auch noch kriegen würde. Ansonsten Multi-Infernos sind jetzt nicht so gefährlich. Was natürlich noch gefährlich sind, ist halt alles sonst noch mit Flächenschaden, ne? Bombentürme, Magiertürme und so weiter. Das ist noch ein bisschen blöd. Komm, hat sich mal ganz aufgekriegt. Clanburg macht ihm mal ein bisschen zu schaffen da. Er hat noch ein paar. Ja, es wird irgendwann halt auch eine Zeitfrage, ne? Es hat noch 1 Minute 55 übrig. Die Adler-Dev müsste schon irgendwie weg. Das wäre gut. Die Adler-Dev, komm. Oben ist der König noch zugange. Er kann die Königin auch immer noch zünden. Er muss jetzt halt irgendwann mal so langsam reinkloppen. Die Clanburg ist auf jeden Fall weg. 1,38. Jetzt kommen die Schweine. Jetzt kommt Teil 2. So war das ja damals gedacht, als sie Rathaus 11 gebracht haben. So haben sie sich das damals vorgestellt, dass man so ein bisschen den Angriff auch mal in Phasen unterteilt und dass man ein bisschen taktischer bei den Angriffen vorgeht. Deswegen haben sie ja damals die Adler-Dev gebracht. Ich bin mal gespannt. Oh, noch eine Falle. Noch eine Skelettfalle in der Mitte. Ja, wir werden sehen. Aber die Königin lebt immer noch. Das ist ein Riesenvorteil, denn die Königin kann sich jetzt auf jeden Fall schon mal das Rathaus schnappen. Das ist richtig gut. Die gegnerische Königin lebt leider auch noch. Aber er hat auch noch einen Heilzauber übrig. Okay, jetzt hat er mal den Warden gezündet, weil da ziemlich viel Flächenschaden noch wartet. In Form vor allem von den zwei Magiertürmen. Davon ist der eine Magierturm aber jetzt weg. Komm, jetzt muss die Gegner-Queen weg. Die muss jetzt weg. Er muss zünden. Er muss sie zünden. Zünd! Ah, okay. Hat er sie schon gezündet? Habe ich das jetzt verpasst? Weiß es nicht.
Es sieht ganz gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Na, no, die. Wie dumm sind bitte die Heilerin? Die heilen jetzt den Eisgolem. König lebt noch. Ja, okay. Zeittechnisch. 97%. Ja, es reicht. Es reicht. Gut, 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 gut. Aufgeräumt. Und 3 Sterne auf unser Konto. Und jetzt sind wir bei 6, also 1 Stern extra, 46 zu 36. Ich bin mal sehr gespannt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen.